Wenn diese Bilder echt sind, wäre es eine Sensation. Es soll sich um geheimes Filmmaterial von der Mondmission Apollo 20 von 1976 handeln. Darauf angeblich zu sehen, ein gewaltiges Raumschiff, 4 Kilometer lang, versteckt in einem Mondkrater. Nach Angaben einer Tageszeitung aus Liechtenstein stammen die Bilder von einem ehemaligen Crewmitglied. Sein Name William Rutledge, den viele für einen Wichtigtuer halten. Nach seinen Angaben schätzt man dieses Objekt im Mondsand auf ein Alter von 1,5 Milliarden Jahren. Diese Computersimulation zeigt, wie das Raumschiff genau ausgesehen haben könnte. Überrest einer unbekannten Zivilisation oder ein Schwindel? Thank you.